Und damit willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Und ich grüße den Danny und die Stacy, ja. So, und wir sind immer noch hier in Latveria, um erstmal unsere beiden Best Friends hier zu befreien, und zwar Nick Fury und die Flamme. Und danach müssen wir Dr. Doom aufhalten. Und hier soll anscheinend auch noch der grüne Kobold sein. Den wollen wir auch noch haben. Aber erstmal schleichen wir uns hier mal durch. Oh, er will Böses machen. Na, was willst du? Ah! Ist ja nicht so, als will ich das gerade aufhalten, dass du das machst. Ach, du Idiot. Du bist so blöd. Meine Güte. So, hier kurz den Stecker ziehen. Mit euren Kräften solltet ihr bestimmte Objekte bewegen können. Der Stecker hat sich einfach gerade von selbst wieder reingemacht. Ist das cool. Ben, könntest du dich vielleicht da mal wegmachen? Gut. Weil du standest nämlich im Weg. Okay, ich verstehe diese Brücke nicht. Also man spiegelt dort, dann spiegelt man rechts, dann spiegelt man wieder links. Irgendwie ganz merkwürdig für eine ganz normale Brücke. Aber okay. Wenn das für denjenigen okay ist, ja, dann mach halt mal. So, rauf hier. Ich fühle mich voll langsam. Aber ich habe vielleicht auch davor gerade ein Spiel gespielt, wo ein bisschen schneller es ging. Aber hier spielt man ein bisschen langsamer. Aber ist ja nicht so schlimm. Ey! Nicht sich einfach hier hinlegen. Also ist ja wieder eine Unverschämtheit. Wir kämpfen hier und die legen sich hin. Na, Ben, mach doch mal hier was. So, bam! Die Soundeffekte sind mal wieder super. Wir haben leider keinen Captain America, aber dafür kann sie was machen. Ich habe immer noch nicht ihren Namen. Also ich weiß nicht, wie sie heißt. Gut, und Brücke ist wieder hergestellt. Warte kurz, Flamme. Warte mal. Ach, da, jetzt steht's. Die Unsichtbare heißt sie, okay. Jawohl, ich kann mir hier die Flamme spielen. Und ich kann wieder meine eigenen Teammates töten. Ach, das ist schön. Ich kann hier kurz was schmelzen. Was auch immer das bringt. Ah doch, hier kann ich was bauen. Oh, ich bin so clever. 1 von 5. So. Ah, guck, hier ist doch noch was. Alter, hat er gerade einen Schlaganfall? So, hier ist das zweite direkt. Da oben haben wir gleich noch eins davon. Machen wir das gleich dazu, dann müssten wir das nicht im freien Spiel noch machen. Zack. Ich weiß nicht, soll das eine Katze darstellen, die gerade irgendwie ihre Zunge rausstreckt? So, hier sind noch zwei. Oh Gott, das laggt ein bisschen. Ganz komisch hier. 4 von 5. Und wo war der letzte? Der Lift kann nur deaktiviert werden, indem wir den Alarm auslösen. Und das sorgt mit Sicherheit für ungewollte Aufmerksamkeit. Den Alarm auslösen? Soll das nicht ein Überraschungsangriff werden? Wartet mal, Jungs. Ich muss erstmal hier noch das letzte Ding da finden. Dann können wir weitermachen. Ja, wo ist denn das jetzt? Oder ist das hier irgendwie versteckt? Na, versteckst du dich? Ist das da vielleicht drinne? Nö, drinne sehe ich's nicht. Ja, bin ich gerade blöd oder so? Nein, sag nicht, dass es hier drinne. Och, nö. Nee, das wäre ja wirklich kacke jetzt. Hier hinten auch nicht. Oh, Alter, wenn es da wirklich drin ist, dann ist ja wirklich blöd.
Na gut, dann können wir das jetzt nicht machen. Schade, aber ich kann damit leben. Müssen wir halt das später machen. Ja, nicht viel, haben wir jetzt freigeschaltet. Gut, ach so, ich muss da oben mit die Unsichtbaren da was machen. Ihr Name ist so bescheuert. Sorry. Also da hätte sie ja ein bisschen besseren Namen bekommen. Vielleicht so Diana oder was weiß ich. Hat die wirklich keinen persönlichen Namen? Pew! Super Laser! Da oben ist doch ein Minikit, oder? Ach nee, doch nicht. Ich habe falsch geguckt. Ich dachte gerade, ich wäre Nick Fury. Sorry. Falsch geguckt. Das ist schon so, warum läuft der nicht? Ey, geile Moves hat er hier. So, Mr. Fantastic kann hier mal seine fantastischen Skills zeigen. Deswegen heißt er auch Mr. Fantastic. Hahaha. Ohne. Das war außersehen der Alarm. Keine Zeit mehr zum Spielen. Leider nicht. Leider müssen wir hier weitermachen. So. Död. 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 Alarm. Alarm. Komm, verbrenne. So, einmal hier aufschneiden. Ah, warte mal, Ben. Hier. Als ob das nur für so einen Dicken gemacht ist. Ah, sie kommt gar nicht rein. Hallo? Der willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Weil das Teil im Weg steht, ich kann vor allem nichts drücken. Es ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das Spiel will mich doch wirklich verarschen. Und die KI kann hier. Die KI will nicht springen. Warte mal. Kann ich vielleicht den zweiten Spieler aktivieren? Nee, kann ich nicht mal. Geil. Nein, jetzt bin ich mit dem anderen verbunden. Nein. Digga, alles ist kaputt gerade. Och, ich liebe es. Warum ist der jetzt als... Ach, Leute. Jetzt muss ich neu starten. Willst du mich wirklich verarschen? Weil sie nicht springt. Sie springt nicht. Ist es... Ach, schön, Madame, dass du auch mal darauf kommst, mal zu springen. Was? Kein Spider-Man? Misha, er lässt sich so gut ärgern. Er gibt nicht auf. Gut, jetzt ist leider der Zwei-Spieler-Mode aktiviert. Man muss jetzt mit dem anderen halt klarkommen. AKA, die Kamera wird jetzt bestimmt richtig beschissen. Weil ich gehe jetzt so lang und dann ist das hier nur so eine Hälfte. Ja, Leute, willkommen zu meinem Together-Let's Play. Digga. Ach ja. Ich liebe es. Oh, die Kamera ist super. Okay, komm, Kobold, jetzt stirb endlich. Also ihr habt jetzt zwei Perspektiven. Einmal von Nick Fury, wie er nichts macht. Und hier Ben, wie er hier rumrennt. Bam! Alter. Voll auf die Schnauze gehauen. Also da hinten geht's richtig ab. Hey, bleib doch mal stehen.
Na, das ist super Let's Play hier. Ja, ich freue mich schon, wenn der April kommt, dann kann ich dir noch eine Überraschung machen. Zum Glück ist hier kein Charakterbeleg, den ich brauche. Gott, meine Klatsche! Ben, jetzt gibt's auf die Nuss! Jetzt geht's rund! Drum, drum, drum. Okay, einmal noch. Ja, fliegt nur weg. Und die Mucke ist mal wieder so geil. Na, mach da mal was. Er wirft nur Bomben. Solche Kürbisbomben. Jetzt. Soll ich Spider-Man anrufen, dann hilft er dir. So, let's go. Bring das hinter uns. Einfach so ein Tower. Ich glaub's nicht. Damit kommt ihr nicht davon. Ja, als ob wir ihn damit eingeloggt haben. So, krepier. Zwingt mich nicht dazu, Dr. Dooms Doom Ray of Doom anzuwenden. Sieht das etwa wie eine Strahlenkanone aus, Reed? Strahlenkanonen verwenden gewöhnlich fokussiertes Licht. Diese hier scheint jedoch mit kosmischer Energie zu laufen. Warum fragst du ihn nicht einfach? Schurken reden gern über ihr Spielzeug. Hey, Doom, was ist das für ein Ding? Oh, du möchtest es gerne vorgeführt bekommen. Sehr gerne. Aber unser Team ist aber auch ein bisschen dumm. Ich meine, wir hätten ihn gleich einfach vernichten können. Und nee, wir stehen da noch die ganze Zeit rum. Geil, wir haben Nick Fury. Ein Doombot. Und der grüne Kobold können wir holen, ohne ihn zu kaufen. Das ist geil. Weil wir ihn ja komplett besiegt haben. 100% True Believer. Leider kein Minikit. 38 goldene Steine haben wir gerade. Ach nee, doch, wir haben ein Minikit. Okay, dann los geht's, Geschichte fortsetzen. Shield Helicarrier, hier ist Fury. Hill, sind Sie da? Ja, Sir. Hören Sie, wir haben unseren Silberfreund aufgespürt. Wir bringen ihn zum Carrier. Doom ist mit Loki abgehauen. Das lässt nichts Gutes ahnen. Nichts Gutes für uns, meine ich. Könnt ihr sie sehen? Jawohl. Genauso wie ihr scheinbar mich überall aufspüren könnt. Sie fahren aufs Meer hinaus, Sir. Kontaktieren Sie Professor X und fragen Sie, ob er ein paar Mutanten hat, die Dooms Gehilfen aufspüren können. Ja, Sir. Ja! Loki und Dr. Doom begeben sich raus auf den Ozean, wahrscheinlich auf der Suche nach weiteren kosmischen Steinen. Fliegt dort raus und findet sie. Warum nur gibt sich Bruder Loki mit diesem üblen Charakter Doom ab? Oh nein, es ist halt immer noch diese Perspektive. Warte mal. Geht das so? Nee, ich kann halt auch nicht den anderen Spieler wegmachen. Gut, Leute, dann starte ich gleich mal neu und wir sehen uns gleich wieder. Loki und Dr. Doom begeben sich raus auf den Ozean, wahrscheinlich auf der Suche nach weiteren kosmischen Steinen. Fliegt dort raus und findet sie. Okay. Warum nur gibt sich Bruder Loki mit diesem
fürchte, ich muss ihm eine Lektion beitragen. Beruhig dich, Hammerkopf. Erstmal müssen wir ihn finden. Genau. So, die wollen auf den Ozean. Hoffentlich fahren sie nicht irgendwie zum Mexiko-Golf. Keine Ahnung. Aber erstmal machen wir hier die Kacke. Denn ich will den Charakter hier haben. Oh, wieder sowas. Ich hoffe, wir machen einfach alle davon schnell weg. Weil diese Mission mag ich nicht so. Ich weiß nicht, die unterfordern einen immer so. Oder du denkst dir so, oh, nicht wieder rumballern und da das wegschießen und dies wegschießen. Ist nervig. Ich glaube, wir haben jetzt das letzte auf dem Shield Herica freigeschaltet. Und hier haben wir nochmal einen goldenen Schein. Wir gehen nochmal ein bisschen sammeln wieder. So wie wir es in den letzten Parts auch gemacht haben. Ach, ich habe keinen Eischarakter. Wie soll ich das machen? Ja, toll. Wie soll ich das jetzt hier anstellen? Guck, ich habe keinen Eischarakter, wo ich das wegfrieren kann. Obwohl, doch. Einen habe ich. Warte mal. Den haben wir doch bei der X-Mission freigeschalten. Warte. So. Dann, wo ist er denn? Hier. Iceman. Als ob er Iceman heißt. Hier, warte, ich baue ein Auto. Der Typ ist ultra lahm. Schildpanzerfahrzeug. Yo. Go-Kart. Starks Motorrad. Starks Sportwagen. Alter, wir kaufen seinen Sportwagen. Hot Rod. Wenn wir den Panzerwagen. Ich hole den Panzerwagen raus. Nein, es ist ein Panzer, du Idiot. Yeah, alles kaputt machen. Uhu. Ich bin auf jeden Fall ein netter Mensch. Man merkt das. Ich bin ganz normal hier am Start, ohne irgendwelche Probleme. Ach, geh aus dem Weg, du Penner. Ich kann ja wieder kein Auto fahren. Meine Güte, immer diese Leute, die kein Auto fahren können. Ja, also damit fahre ich jeden Tag rum. Natürlich baller ich nicht damit rum. Ist ja klar. Wer macht das auch? So, dann befreien wir euch mal hier. Bitteschön, 1 von 4, da unten ist auch noch einer. Dein Eisstrahl. Wie wäre es, wenn du den mal benutzt? So. Mit meinen Eisfähigkeiten habe ich dich befreit. Gut. Dann brauche ich Spidey. So, Spidey. Einmal das Auto wegmachen. Keine Ahnung, wie das hier passiert ist. Da oben müssen wir auch nochmal Eis sein. Eisig sein. Müssen wieder eisig sein, geil. So. Und. Und der Geschäftsmann auch befreit. 39 von 250. Ja, das geht gar nicht mal so langsam voran. So, unter der Brücke ist auch noch was hier. Ja, die ganze Stelle hier abgrasen. Ah, sowas schon wieder. Komm, einfach schnell das durchmachen, dann haben wir's. Außer wenn wir wieder hier feststecken. Weil die Steuerung absolut beschissen ist. Der, ich will nach rechts lenken, er lenkt nach vorne. Ja, nur noch 3 davon. Komm. Jawohl, einer noch. Ja, na, zum Glück. Solche
solche Minispiele sind zwar für ein paar Sekunden okay, aber danach macht's halt echt keinen Bock. Muss man ehrlich sagen. So, was ist hier oben für ein Rätsel? Ah, ein Wettrennen. Boah, das wird easy. Komm, Tor. Das schaffst du. 5 Sekunden. Yeah. Ja, das schafft der Tor. Nein, nicht wie fliegen. Er fliegt erstmal ganz woanders hin. Ja, geil. Tor, wo wolltest du hin? Vor allem, wenn die Kamera ihn nicht mehr folgt, dann lenkt er automatisch. Ganz verrückt hier. Das Seil war gerade ganz buggy. Lauf doch. Nein! Oh, zum Glück konnte ich mich nicht retten. Digga! Captain, sag ich schon. Tor! Tor! Warum muss er denn immer ganz woanders hinfliegen? Boah, das macht mich richtig wütend. Okay, ich nehme Tor nicht. Tor ist echt behindert. Sorry, aber. Tor, wo willst du denn immer hin? Ich weiß, du hast keinen Bock auf diese Kacke, aber. Dann müssen wir halt beide jetzt durch. Ah. Wer ist denn da besser? Ich gibt's keinen besseren. Ah, ich nehme jetzt einfach irgendwie Spider-Man. Weil er nicht irgendwie nach A nach B fliegt. Sondern er schwingt ja. Und er ist ein bisschen agiler. Nein. Komm. Lauf doch. Ey, ich bin so blöd, wisst ihr? Okay, noch ein Versuch, ansonsten mache ich das offline. Kann da nie wahr sein. Hey, ja, danke, Spiel. Ja, jetzt habe ich eh keinen Bock mehr. Danke, gib mir halt gar keine Zeit dafür. Ist das lächerlich. Na gut, Leute. Dann möchte ich erstmal den Part beenden hier. Blöd gelaufen am Ende mit dem Wettrennen. Aber ich werde es nach der Folge nachholen. Und dann werde ich danach gleich die nächste Folge machen. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.